Wann gibt es eine Idee, wann es wieder losgeht? Und wie lacht man, wenn die erste Reihe leer ist und die zweite auch und in der dritten nur noch jeder Dritte sitzt? Ja, oder Leute in Autos sitzen, wie im Autokino. Mit ganz viel gutem Willen. Aber ich habe da auch eine Sache noch entwickelt. Ich habe gedacht, die Lufthansa, die fliegt ja jetzt wieder voll besetzt. Also in Flugzeugen kann sich anscheinend dieses Virus nicht verbreiten. Und ich dachte, wir müssen einfach, weil die uns ja gehört mittlerweile, wir müssen einfach den Gesetzgeber verpflichten, auf jedem Flug eine Kulturveranstaltung zu machen. Sehr gut. Dann überlegt man sich, ob man mit dem Sinfonieorchester nach Athen fliegt. Mit den Kabarettisten nach Barcelona oder mit dem Ballett ins Paris. Ja, das ist doch genau, wo ich die Regierung schon hier habe. Den Vorschlag nehme ich mit. Sagen Sie es weiter. Also